Im Namen des Stubnitz darf ich Sie herzlich begrüßen. Willkommen an Bord. Mein Name ist Urs Blase. Für die Leute, die jetzt noch stehen und gegebenenfalls noch einen Sitzplatz möchten, es gibt hier vorne noch ein paar und hier vorne auch auf beiden Flügeln, also ein paar Sitzplätze sind noch. Ansonsten ist ja richtig schön, diese Resonanz zu sehen. Der Liegeplatz, der Stubnitz, der jetzige Liegeplatz, ist nicht unglücklich gewählt für den Start von dieser Konferenz. Ich darf darauf hinweisen, dass das erste Mal, wie ich mit diesem Schiff hier gelegen habe, da hieß dieser Liegeplatz Afrika 3. Es gab die Liegeplätze Afrika 1, 2, 3, 4. An diese Kaikante, die jetzt Kirchenpower Kai heißt. Und der Schuppen hinter dem Schiff, da ist noch die Inschrift Afrika Terminal, das Afrika Terminal. Und im Afrika Terminal, in diesem Schuppen, habe ich vor wenigen Monaten eine Karte gefunden, eine große Afrika-Karte. Da sind rund um Afrika 50 Umschlagplätze verzeichnet gewesen, 50 Umschlagplätze, die von den deutschen Afrikalinien bedient wurden. Die Karte hatte eine Jahreszahl 1969. Das war der Stand 1969. Also im Übrigen ist es ja auch so, dass von diesem Standort deutlich früher, also im Anfang 20. Jahrhundert, diese unrühmliche Geschichte war der deutschen Schiffe, die mit Soldaten nach Afrika ausgelaufen sind. Also dieser Standort, um die Konferenz zu beginnen, ist jedenfalls nicht unglücklich. Diese Konferenz finde ich insofern toll und bin sehr gerne Gastgeber auch dafür, weil es einerseits, soweit ich aus dem Programm gelesen habe, den Blick zurückgibt. Der Blick in die Historie ist immer wichtig, um zu wissen, wo dass man ein zusätzliches Verantwortungsbewusstsein hat. Das gilt auf jeden Fall für die Stadt Hamburg. Mit dem zusätzlichen Verantwortungsbewusstsein ist aber auch wichtig, dass man überlegt, was man in der Gegenwart damit anfangen kann. Und wenn die Konferenz, so wie die Panels, die verschiedenen Panels angereiht sind, auch diese Gegenwart thematisiert, was macht man mit einem zusätzlichen Bewusstsein in der Gegenwart, dann ist es wirklich das, was heute wichtig ist. Dazu könnte unter Umständen diese Karte mit diesen 50 Umschlagplätzen könnte schon fast eine Handlungsempfehlung sein, dass man aus heutiger Sicht sagt, wie hat denn eigentlich 1969 Handel funktioniert mit diesen Umschlagplätzen? Wie funktioniert Handel heute? Ist möglicherweise aus europäischer Sicht ein Protektionismus im Handel mit Afrika, den man lieber anderen Kontinenten vorwirft? Wie müsste heute Handel ausschauen? Gibt es aus diesen 50 Umschlagplätzen Produkte, die, wenn man sie nach Hamburg oder nach Europa bewegt, eine Wertsteigerung haben? Könnte Handel so funktionieren, dass man Startups in Afrika die Wege öffnet, dass ein solcher Handel passieren kann? Was ist mit Kulturaustausch? Ist es unter Umständen sinnvoll, dass man auf diesen Stationen auch mal hingeht, einen kleinen roten Teppich ausrollt und schaut, was ist dort an Kultur zu Hause und zu dieser Kultur kommuniziert. Also ich würde diesem Kongress wünschen, dass er in ein Brainstorming dass er sich in ein Brainstorming entwickeln wird, was genau diese Thematik dann beinhaltet, was macht man mit einem historischen Bewusstsein in der Gegenwart. Ich danke schön. Ja, vielen Dank, Urs, für die netten Willkommensworte.
Worte. Ich heiße euch jetzt auch herzlich willkommen für stellvertretend für den Arbeitskreis Covadis Hamburg zum Kongress Kolonales Vergessen, Covadis Hamburg, der Genozid an den Herero und Nama und die Hamburger Kolonialgeschichte, dem zweiten transnationalen Herero und Nama Kongress in Deutschland. Ja, und wir freuen uns natürlich auch herzlich zuallererst Ihre Exzellenzen, die Ober-Herero- und Nama-Delegation hier bei uns auf der Stubnitz ganz herzlich willkommen zu heißen. Welcome. Bevor wir mit dem Kongress beginnen, wollen wir zunächst einer großen schwarzen Widerstandskämpferin gedenken. Und deswegen bitte ich euch und sie jetzt, euch alle für eine Minute zum Gedenken anlässlich des Todes von Winnie Mandela zu erheben. Vielen Dank. Schön, dass wir einen so vollen Raum haben. Schön, dass alle da sind und dass das so eine große Resonanz gefunden hat. Zuallererst aber der Dank an diejenigen, auf deren Idee quasi dieser zweite transnationale Kongress der Ober-Herero und Nama gründet. Denn wie gesagt, es handelt sich um den zweiten und es ist ein Folgekongress. Das bedingt in logischer Konsequenz, dass es bereits einen ersten solchen Kongress gab. Der fand statt, anno dazu mal, im Oktober 2016 in Berlin. Und an diese Macherinnen und Macher, an Christian Kopp mit seinem gesamten Team, mit den ganzen MithelferInnen, die damals mit enormem Engagement und Einsatz das gemacht haben, als allererstes großen Dank und bitte auch dafür einen ganz, ganz großen Applaus. Des Weiteren möchten wir uns natürlich auch bei all denjenigen bedanken, die diesen Kongress, diesen zweiten Kongress möglich gemacht haben. Das sind zum einen die Asten der Studierendenschaften, ganz vorne mit dabei der Aster der HAW, der uns zum einen als einer der großen Investoren hätte ich jetzt beinahe schon gesagt, oder sagte ich ja, einer der Großsponsoren hier unterstützt hat. Und neben der Tatsache, dass wir finanziell von dem HAW unterstützt wurden, eben auch auf logistische Weise enorm unterstützt wurden und enorm unterstützt werden. Euch von der ASTA HAW, aber auch von der ASTA des Uni Hamburgs, wo wir morgen zu Gast sein dürfen, ebenfalls ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und dann sind da die Stiftungen, die uns unterstützt haben. Da ist die Lusch-Stiftung, da ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung,
Da ist die Amadeo-Antonio-Stiftung und da ist die Stiftung Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung, die uns allesamt, und ich bitte, wenn ich jetzt irgendjemandem zu nahe getreten sein sollte, dass ich keine bestimmte Reihenfolge berücksichtigt habe, um Nachsicht. Wir bedanken uns bei allen GeldgeberInnen auf gleiche Art und Weise, weil wir für jeden einzelnen Betrag zutiefst dankbar sind, weil das wirklich letztlich das möglich gemacht haben, was wir jetzt hier machen. Und weil wir jetzt gerade auch beim Geld sind, sehe ich mich leider Gottes auch, oder sehen wir uns leider auch trotzdem immer noch in der Situation, dass wir euch weiterhin ganz, ganz dringend um Spenden bitten. Das ist ja ein Projekt, das ausschließlich aus ehrenamtlicher Tätigkeit entstanden ist, das also von daher gesehen ganz, ganz, ganz dringend auf Spenden angewiesen ist. Und daher würden wir euch bitten, sofern es euch irgendwie möglich ist, uns durch Spenden gerne zu unterstützen. Wir sind dringend darauf angewiesen. Und des Weiteren dann auch noch, weil wir beim Programm sind, wir haben morgen Abend, wenn alle Panels durchgestanden haben, die uns jetzt sehr, sehr viel Informationen bringen, die sehr, sehr spannend werden, die mit Sicherheit auch jede Menge Spaß machen werden, aber natürlich auch fordern werden, haben wir uns gedacht, wir machen am Samstagabend ein kleines Kontrastprogramm. Und dieses Kontrastprogramm ist ein Kulturabend, der unter dem Motto Time for Justice zu Ehren unserer Gäste stattfindet. Unter dem Motto Time for Justice, Justice Now, Decolonize Hamburg, soll morgen Abend ein kleines Kontrastprogramm geschaffen werden, wobei wir Musik, bei Spoken Word, bei wunderbarem afrikanischem Essen, ein schöner Gegenentwurf, eine kleine Ergänzung einfach stattfinden soll in angenehmer, entspannter, relaxter Atmosphäre, wo alle hoffentlich auch viel Freude dran haben werden. So. Und wir danken natürlich auch allen Helfer und Helferinnen, die hier im Hintergrund fleißig mitgeholfen haben, ehrenamtlich und ihre Zeit gespendet haben, die ihr hier überall seht. Ohne euch wäre das auch nicht möglich gewesen. Also großen Dank an euch. Und der Kulturabend, ich glaube, du hast das nicht gesagt, findet an der HW Hamburg statt, Alexanderstraße 1, Berliner Tor, also 10 Minuten vom Hauptbahnhof. Genau. Und jetzt noch ein paar unangenehme, aber wichtige Umgangsregeln, Veranstaltungsethik, weil es ein sensibles Thema sein wird über die nächsten zwei Tage und kontrovers auch diskutiert werden kann. Wir bitten im Folgenden um einen respektvollen und sensiblen Umgang miteinander. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass auch Sprache dekolonisiert werden muss und auch Spuren kolonialrassistisch aufgeladen sein kann. Wir sprechen uns deshalb gegen entwertende und traumatisierende Fremdbezeichnungen aus, zum Beispiel das N-Wort. Dabei kommt es nicht nur auf die bewusste Absicht der Sprechenden an. Wenn sich Teilnehmende durch rassistische, sexistische, ableistische Sprache verletzt oder angegriffen fühlen, bitten wir sie, dieses zu akzeptieren. Für die Bewahrung des respektvollen Umgangs miteinander und mögliche Konflikte ist unser Awareness-Team, möge sich dieses bitte da hinten einmal erheben, für Sie ansprechbar, wenn irgendwas passiert. Wir sprechen uns ausdrücklich gegen kolonial- und geschichtsrevisionistische, kolonial beschönigende Aussagen aus und achten sie als schädlich für diesen Kongress. Wir arbeiten und diskutieren hier auf der Grundprämisse, dass der Kolonialismus ein Verbrechen gegen die Menschheit ist und war. Dieser Kongress verpflichtet sich der konstruktiven Aufarbeitung des kolonialen Erbes, weshalb Debatten über angebliche positive Seiten des Kolonialismus hier eindeutig unerwünscht sind. Die Veranstalterinnen behalten sich diesbezüglich vor, Personen, die gegen die hier genannten Hausordnungen bzw. Umgangsregeln verstoßen, von der Veranstaltung auszuschließen. Und als letztes werden hier Fotos und Aufnahmen gemacht, deshalb bitten wir Sie, wenn Sie dies nicht möchten, doch zu den Fotografen oder Kameramenschen hinzugehen und dieses mitzuteilen. Und nun folgt ein Wort vom BLA-Kollektiv, welches die sehr erfreuliche Dolmetscherin-Kabine und ja, diese ganze Technik Ihnen erklären wird, wie das funktioniert und was Sie beachten müssen.
ein herzliches Hallo von mir und vielen Dank, dass wir hier sein können. Ich bin Kai vom LAR-Kollektiv und wir unterstützen Veranstaltungen wie diese mit Dolmetschtechnik, damit möglichst halt in mehreren Sprachen sich Leute hier beteiligen können und verständigen können. Was ist noch wichtig für euch in diesem Zusammenhang? Wenn ihr nicht Englisch und Deutsch versteht, habt ihr, wie am Eingang gesehen, die Möglichkeit, ein Radio zu nehmen und dann auf der Frequenz 87,0 die Verdolmetschung euch anzuhören. Ganz wichtig ist dabei, ohne die DolmetscherInnen ist das hier nicht möglich, deshalb auch nochmal an dieser Stelle einen herzlichen Dank an die DolmetscherInnen. Und genau, es wäre sehr schön, wir sind auch ein kleines Kollektiv, was auf Spenden angewiesen ist. Wir haben davon eine kleine Spendenbox bei den Radios. Viel wichtiger ist uns allerdings, dass wir hier im Sinne, wie gesagt, der Veranstaltungsethik aufeinander achten und aber auch, das heißt, beim Sprechen darauf zu achten, vielleicht etwas langsamer zu sprechen und bestimmte Codes oder Abkürzungen vielleicht einmal lieber mehr zu erklären, damit möglichst alle hier auf einen seinen Nenner kommen können. Und ansonsten freuen wir uns, oder sind wir darauf angewiesen, dass ihr die Radios auf jeden Fall mit zurückbringt. Ihr könnt, wenn ihr das jetzt bei den folgenden Veranstaltungen merkt, natürlich auch gerne euer radiofähiges Handy oder Smartphone dafür benutzen und uns einfach Kopfhörer von uns leihen. Ich muss einmal auf meinen Zettel gucken, ob ich nicht irgendwas vergessen habe. Ich glaube, das war's. Vielen Dank und viel Spaß. Vielen Dank, Kai. Vielen Dank. So, jetzt sind wir auch schon soweit und wollen euch auch gar nicht, euch und sie, gar nicht lange auf die Folter spannen und wollen einfach zum ersten Panel übergehen. Und zwar darf ich auf die Bühne bitten, die Moderatorin Mariam Chokri, die das Panel Nummer 1 zum Thema Postcolonial Memory, Culture and Restorative Justice, Why Today begrüßen, mit den Gästen Crazy Icons von der Uni Kassel, direkt heute Morgen aus Stuttgart eingeflogen, Dr. Joy Alemazou von Engagement Global. Esther Munyangi von den Oberhörl, vom Bündnis Völkermord verjährt nicht, Israel Counter-Chicket. Und für das NAMA Genocide Technical Committee in Namibia, Mrs. Ide Hoffmann, please.